Hallo Jungs, hallo Mädels. In diesem Video geht es um eine ganz grundlegende Funktion in Lernsacks, nämlich um das virtuelle Hausaufgabenheft. Denn nichts anderes versteckt sich hinter der Funktion Aufgabe. Im letzten Video, Tutorial 5, bin ich schon allgemein drauf eingegangen. Heute soll es darum gehen, wie auch ihr selbst euer Hausaufgabenheft führen könnt. Ich logge mich dazu ein, ich zeige es gleich am Beispiel. Franz Frohsinn macht das nämlich. Ihr kennt ihn mittlerweile. So, nach dem Login erscheint immer der private Reiter. Und ganz oben in der Übersicht die Statusmeldungen. Status heißt, was ist offen, was ist erledigt, was steht demnächst an. Der Mail-Service, Franz hat keine Mails. Die Systemnachrichten hat er immer noch nicht gelesen. Es sind die nächsten Kalendertermine. Und es sind die offenen Aufgaben aufgeführt. Das hatten wir schon im letzten Video. So, das sind Aufgaben, die von den Lehrern gestellt wurden. Wenn Aufgaben erledigt sind, man möchte die nochmal angucken, kann man auch über die Funktionen unten, wo die nochmal aufgeführt sind, die Aufgaben direkt aufrufen und die sind dann einzeln aufgeführt. So, im letzten Video ging es ja darum, dass die Lehrer euch in euer virtuelles Hausaufgabenheft die Aufgaben eingetragen haben. Ist sicherlich eine ganz komfortable Sache für euch, aber ganz oft sollt ihr ja auch selbst eure Hausaufgaben eintragen. Sonst heißt so, Hausaufgabenheft raus, ja, nehmen wir doch mal unser virtuelles Hausaufgabenheft raus. Das heißt, im Bereich Privat, denn dort ist diese Funktion zugeordnet, wählt ihr die Funktion Aufgaben. Es stehen die, die euch gestellt wurden. Und ihr habt hier die Möglichkeit, selbst eine Aufgabe anzulegen, zu erstellen. Die Aufgabe bekommt einen Titel. Als Beispiel nehmen wir Abgabe Unterschrift. Es ist eine Mitteilung für den Klassenlehrer zu unterschreiben. Zettel. Das ist dann für euch selbst ein kleiner Hinweis, um was es da ging. Und ihr könnt festlegen, in welchem Zeitraum soll die Aufgabe erledigt werden. Standardmäßig erscheint als Startdatum immer das aktuelle, an dem man die Aufgabe schreibt. Und ihr könnt dann auswählen, bei Fälligkeit, bis wann ist diese Aufgabe, diese Hausaufgabe zu erledigen. In einer Woche muss der Zettel abgegeben werden. So, und jetzt habt ihr selbst einen Eintrag in euer virtuelles Hausaufgabenheft vorgenommen. Und beim nächsten Login erscheint diese Aufgabe auch im Status, denn diese Aufgabe wurde noch nicht erledigt. Wenn der Zettel dann abgegeben ist in der Schule, markiert ihr als erledigt und beim nächsten Login ist diese Aufgabe hier nicht mehr zu sehen. Nochmal. Bei den Funktionen findet ihr die Aufgaben und ihr habt hier die Möglichkeit, euch selbst Eintragungen ins Hausaufgabenheft vorzunehmen. Um das ganz schnell zu machen, ich nenne es Aufgabe 1. Das kann man auch ohne Laufzeit speichern. Ich mache gleich noch eine. Aufgabe 2. Speichere die. So, und beim nächsten Login stehen die jetzt oben. Bedenkt bitte, dass im Status standardmäßig nur die ersten drei offenen Aufgaben angezeigt werden. Aber
Wenn die von oben nach unten eine nach der anderen erledigt werden, rutschen ja die nächsten immer wieder nach. Und wenn hier nichts mehr steht, weiß man, man hat alles erledigt, was im Hausaufgabenheft stand. In Zukunft wird es so sein, dass Aufgaben, die von Lehrern gestellt werden, prinzipiell über die Funktion Aufgaben gestellt werden. Das heißt, die Lehrer tragen euch in euer Hausaufgabenheft schon ein, was zu erledigen ist. Vorteil ist, es muss nicht überall gesucht werden, wo steht jetzt was, was zu machen ist. Ich muss mir das nicht mal zusammensuchen, sondern ich weiß, ich habe mein virtuelles Hausaufgabenheft. Ja, macht euch bitte mit der Funktion dieses virtuellen Hausaufgabenheftes vertraut. Das ist ein sehr wichtiges Werkzeug zur Arbeit mit Lernsacks. Ja, das war's schon wieder.